Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Ah! Your, first time. You know, the, first times. Well, it's never easy. There won't exactly be, fireworks, you know? It'll be vaguely awkward and, you know, you probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish it. And you'll be able to make Alter, ist der Typ fertig. Words. But, new worlds will open up. Something will change, you know, new, opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And you'll feel a little bit. You're gonna repress it. Wash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Mm. Okay. First time. Lisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. And you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Hm? Okay. Okay, das ist nur die Frage, wie er fährt und wer geht den Plan. Dann lass mich besser fahren, dann kannst du bist ja der Aufnehmendere. Ja. Aufnehmende. Insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! But, Spacko. Good luck. Danke. Oh, 115.000 Dollar. Das ist die Tafel. Ich muss das vorlesen. Das ist die Tafel des Raubüberfallsfinales. Hier legst du fest, welche Prozentsatz jedes Teammitglied als Anteil bekommt. Welche Rolle und welche Aufgaben jeder übernimmt, kannst du dir ihre Werte und du kannst dir ihre Werte ansehen. Ich kann nicht mehr lesen. Diese Tafel zeigt dir die Gesamtbeute des Raubüberfalls und wie viel jeder Spieler als Anteil bekommt. Der Anführer hat standardmäßig einen größeren Anteil, da er kein Geld. Hier hast du alle Mitglieder ihren Rollen zu weisen. Hier kann man die Werte ansehen des Spielers und welche Medaillen man bekommen hat bei der Vorbereitung. Hier kann man die Aufgaben ansehen, sobald die Rolle einem Spieler zugewiesen wurde. Auf der Karte kannst du grobe Position jeder Aufgabe sehen, die dem ausgewählten Teilnehmer des Raubüberfalls zugewiesen wurde. Okay. Also. Wir müssen hier. Warte, ich muss erstmal. Unten, oben, 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 unten. Hä, fängst du jetzt erst die Aufnahme an? Nein, aber ich konnte. Kam vorher nicht zum Synchronisieren, deswegen mache ich das jetzt. Ich wollte schon sagen, warum liest du mir das denn dann vor? Ich kann ja alles selber lesen. Gut, also wir haben 4 Minuten 20 Zeit, um das Ganze zu machen. Also wir können... Hm? Also ich bin ja für 50-50. Ja, Da, hast du eigentlich bei dir jetzt da, wo David... Nein, runter. So, 50-50. Und THW steht... Hast du da jetzt eigentlich unsere Gesichter? Ja. Ja gut, bei mir ist da nämlich schwarz und in der Mitte sind die Augen. Einfach nur die Augen mit schwarz drumrum. Okay. Gut. Kann also du bist der Fahrer? Hm? Du bist ein Bohrer. Bist du ein Elektrobohrer oder ein Handbohrer? Moment. Ja, ich kapier's noch nicht ganz. Was denn? Was denn? Ja. Da steht erstens, begib dich zu Lester. Ja.
Da, wo die Zahlen vorstehen, ist das, was du machen musst. Das andere muss ich machen. Okay. Aber ich dachte, du musst die Polizei ablenken. Das kommt ja danach. Oder also, was steht denn bei dir? Also wenn ich bei mir gehe, steht er, begib dich zum Schließfach und bei dir steht, zerstöre die Kameras und halte die Zeugen unter Kontrolle. Bei mir steht einfach nur, begib dich zu Lesters Fabrik, steig in den Kuruma, betrete die Bank, begib dich zum Schließfach. Ja, kannst du wechseln? Zwischen Wins. Achso, nein, gar nicht. Ah, das steht bei dir. Ah, okay. So, ach, wir machen das jetzt einfach mal so, ja? Du bist bei mir noch nicht bereit. Ja, bin ich auch nicht. Okay. Ja. Rein theoretisch ist es ein bisschen unfair, dass wir das gleich aufteilen, weil ich muss ja trotzdem Geld ausgeben noch. Wieso musst du Geld ausgeben? Weil ich der Anführer bin. Steht Anführerkosten 11.500. Ja, mir ist das egal. Ja, komm, ich seh. Scheiß drauf. So. Alter, das sind hässliche Masken. Warum haben wir jetzt nur so Monster als Waffen, Alter? Quatsch, als Masken. Ach ja. Ei verstand. Was nehmen wir denn mal? Also ich entweder für die weich. Oder was haben wir denn da noch? Da. Die Tüte habe ich jetzt einfach nur wegen meinem anderen Outfit genommen. Meinem normalen Outfit. Was soll das denn jetzt? Warum hat der jetzt die Maske von... Boah, du Arschloch. Hör doch mal auf. Ich will meine Tüte haben. Jetzt sollen wir Tüten nehmen. Ja. Gut, dann nehmen wir Tüten. Ja, komm, dann lass halt jetzt so. Nein, dann halt nicht. Ich habe schon geändert. Warte, dann muss ich aber wieder meine Gentleman-Papiertüte nehmen. Wo ist er? Da. So, ich nehme die. Ja. Ja, ich habe auch endlich ein Monokel. Endlich. Let's get ready to rumble. Eichelein, aufwachen. So. Aisha. Ich zieh mal meine... Technical difficulties. So. So, ich hab mir schon mal die Tüte angezogen. Ja, wir bringen... Ja, okay. So. Ja, müssen wir jetzt erstmal das Auto abholen. Ja, doch. Scheiß Radio, Alter. Oh, fuck. Soll ich dich jedes Mal dran erinnern, wenn ich ja, dran bitte. Denke? Ja, gut. So, jetzt geht's zu Lesters Fabrik und die Karre abholen, ne? Alter, wie das am Oakland ist. Ja. Oh, diese Mistviecher, die rumfliegen, ey, ich hasse das. Ich habe irgendwie seit vorgestern so einen ganzen Schwarm von solchen widerlichen Viechern in meinem Zimmer, ey. Das regt mich so hart auf. Kann ich gar nicht genug totschlagen, ey. So.
So. Du bist der Fahrer. Mhm. Na dann los. Oh, jetzt bin ich mit. Was bist du? Ein Ding. Hm? Ich muss hacken. Also. Oh. Sag nicht, du hast das verkackt. Ich check's gar nicht. Du musst A drücken. Ja, ja. Und dann das Teil da durchmanövrieren. Achso, jetzt hab ich's. Halt die Klappe, Lester! Hä, ist das nicht eigentlich Ron? Nein, das ist Lester. Wer war nochmal Ron? Der Freund von Trevor. Ach ja, stimmt, dieser Verrückte, ne? Dieser verrückte Tübi. Ja, also du wirst sie schon, die wirst sie schon noch früh genug kennenlernen, Alter. Ja, ja. Das war eine Ampel? Fuck! Du hast noch 2 Kilometer Zeit. Ja, ja, geht sich schon aus. Wie viele musstest du hacken? 3 Stück. Oh, oh. Ey, was hast denn du? Das ist so easy. Ich habe kein einziges Mal gefailt. Alter. Ja, ich war in solchen Spielen noch nie gut. Siehe Dr. Bibber. Wieso, was musste man denn da machen? Oh, lol. Falsche Seite. Egal. Na, Dr. Bibber, da musste sie mal Sachen aus dem Bauch des Patienten holen und durfte also nicht den Rand berühren. Hast du das noch nie gespielt? Nee. Okay. Und oder kennst du das, wo man so mit einem Ring um einen Draht herumfahren muss und den nicht berühren darf? Sonst piept's? Ja, ja, ja. Das haben wir mal gebaut in der Grundschule. Ja, und sowas ähnliches war Dr. Bibber auch. Okay. Nein! Oh Gott, bin ich schlecht. Ich bin am Failen bis zu gehen nicht mehr. Aha, schrecklich. Ich bin aber jetzt jeden Moment da. Verdammt, ich halte mich hier. Verlangsam, verlangsam, verlangsam. Ich halte einfach hier an. Ja, verhalte. Ich bin direkt da. Okay, ich habe jetzt 3 Mal hintereinander gefailt. Pass auf. So, jetzt. Oh Gott. Ja, es vibriert doch so. Ich. Alles klar. Wir machen das jetzt. Wir meine ich und mein Ego. Ach so. Ich hab schon wieder gefällt. Schrecklich. Oh Gott, warte, warte, warte. Kannst du mir mal sagen, was er sagt? Der hat nur gesagt, ich soll nicht da reingehen, bevor du das gehackt hast. Jetzt muss ich warten, bis der Hack abgeschlossen ist, aber das kann ja noch dauern. Eigentlich müsste ich das ja machen. Ich bin ja hier der IT-Fuzzi von uns beiden. So, ich mach das jetzt mal mit dem Pfeiltasten. Do that. Warst du denn gut in Snake? Nein. Ich war nie gut. Ich war nie gut in irgendwas. Ey, wie cool ist das denn? Ich kann das sogar auf deinem Handy sehen. Echt cool. In der First Person. Ja, aber nicht, was du da machst. Also ich sehe nur das Schaltbild. Das. Die was? Platine. Ja. Wollte ich ja sagen. So. Finally. Hast du das erste endlich geschafft, ja? Ja, was muss ich jetzt machen? Achso, nein, doch nichts. Noch 2 wahrscheinlich, oder? Nein, ich habe alle 3 schon. Ja? Okay. Ja. Aber ich muss immer noch warten, bis der Hack abgeschlossen ist. Ja, der steht ja. So. So. Warte mal, Maske aufsetzen. Achso, ich muss in die Kuruma steigen. Aber die Maske hätte ich ja trotzdem schon mal anziehen können. Okay, time to open the vault.
Ja, aktivieren bitte. Alles klar. Krass. Betrete die. Ich muss auch die Bank betreten. Okay. Offensichtlich. Du musst jetzt. Also ich mach den Tresor auf und du hältst die Dinge bei Schach, ja? Bei Schach! Ja, also muss ich die Waffe rausholen. Ja, wir gehen erstmal in die Bank, ja? Ja gut. Voll unauffällig so mit Masken und so. Ja, okay. Du machst das. Muss ich in die Kameras ausmachen? Draufschießen wahrscheinlich, oder? Ja. Erstes. Zweites. Aber schieß nicht die Zivilisten ab, ja? Ja, ja. Und ziel auf die Zivilisten ab und so. Damit die nicht abhauen. Machen die eh nicht. Aber es ist natürlich super, die Kameras abzuschießen, nachdem wir schon da dran vorbei sind. Hey, wo ist denn die Kamera? Hey, wo ist die? Ach, da oben, lol. Oh, hab alle. Alles klar. Ja, halte die unter Kontrolle, okay. Ich bin total scheiße in den Bohren. Hey, hier los! Hier, liegen bleiben! Hey! Ihr könnt gar nichts hier! Ich erschieß euch was! Hier los! Hey! Das wird hier bestimmt einschüchtern! Hallo, genau, ist runter, Einschüchterung. Hallo, ich rede. Ui, ihr habt Angst. Hey, hallo, ihr müsst jetzt Angst haben. Hey, los, weg mit euch. Hier, Kusch. Los, weg. Pisst euch. Los, weg mit euch. Hey. Verpisst euch doch jetzt. Los, hey. Nein, Quatsch. Hier bleiben. Hey, ihr habt jetzt Angst. Ui, puh, Kusch. Ja, super. Der hat den Alarm aufgelöst. Warum? Ich hab die doch eingeschüchtert. Warum hatten der... Hä? Verstehe ich Hast nicht. Du auf den Kassierer gezielt? Ah, jo. RT. Neu starten. Gut. Erstmal gefällt. So, wir sind schon bei 20 Minuten. Den schneide ich aber nicht. Den Raubüberfall selbst schneide ich nicht. Ist ja deppert, wenn man dann... So, jetzt aber ja. Warum habe ich eigentlich keine Mütze mehr an? Keine Tüte. Ich warte mal, bis du die Tüte wieder an. Ach nee, nicht GPS. AZ-Watt. Matzke. Ja, wundervoll. Man versucht ein bisschen wilder zu klingen, nicht? Ja, leg dich auf den Boden jetzt, komm, na los. Ja, Lulu. Das erkennt doch einfach nur, ob man... Ja, aber es geht ums Roleplaying. Naja. Ja, komm. Ja, zeigt mit euch hier scheiß Kameras. Hui, Kusch und... Pam. Pau. Ja, ich habe meine Kamera vorbeigeschossen, super. Und da die letzte. Warum treffe ich die nicht? Ach lol. So. Hey du, hier. Los, hier, Endo und so. Nee, hey. Los, runter mit euch. Los, hey, geht doch runter, ist Einschüchterungslevel. Los, auf den Boden mit euch. Los, ihr habt jetzt Angst vor mir. Los, hui, Lili, mach jetzt mal hin, ey. Hey, los, nein, du tust das hier nicht, den Knopf. Nein. Los, hier, schön Hände hoch und so, ja. Los, hier, runter mit dir jetzt, ja, ey. Los, geht ganz runter gerade. Hulili. Los, hab Angst. Halt hier, nee, Finger weg hier, so. Ja, so geht das nicht. Los, geh wieder hoch hier. Ja, los, ja, genau so. Ja, genau. Los, die Hände hoch. Ja, los, kannst du mal innen machen jetzt, bitte? Ja, ich muss bohren. Das ist tatsächlich nicht so easy, weil ich nicht zu schnell bohren darf. Ist das wieder ein Art-Minigame? Time-Event? Krass. Hier, los, weg da, ey, nicht schon wieder hier, ey, los, Maul halten, jeder vom Schalter weg, ey, hier, los, push, piss dich, ey!
Ich darf aber nicht so rumholen, das ist spät in der Nacht, hallo, meine Eltern werden schlafen. Ja, klingt einfach ein bisschen wilder, muss ja nicht rumholen. Wilder? Wie klingt man denn wilder? Ja, ernster nicht. Alles klar. Hast du das? Ja. Wundervoll. So, jetzt. Mach dich bald ab, ich mein ins Auto, wa? Alter, ich bleibe mal natürlich. Die Polizei. Schnell, komm rein. Schnell, oh, ich krieg schon direkt Schaden. Ja, vielleicht noch nicht gleich losfahren. Ja, ich wollte ja nur ein Stück zurück, damit ich ein bisschen ausweichen, vielleicht. Aber... Warum ist denn die Tür offen? Fahr mal Schlangenlinie. Die geht nicht zu. Geil. Alter. Okay, pass. Scheiße. 3 Sterne haben wir aber zum Glück nur. Wo fährst du hin? Ja, Polizei ausweichen erstmal. Ja. Wir müssen ja die Sterne loswerden. Nice. Und diese Scheißtür, die regt mich gerade auf, ne? Bei mir ist die schon längst weg. Ja, dann ist sie immer noch offen. So. Wir sollen, das hast du gerade, wir sollen, fahr einfach zur Abholstelle. Ja, ich hab's gesehen. Ja, was hast du? Nix. Okay. Fahr mal auf die Straße wieder. Ja, ich bin ja dabei. Au. Nicht mal auf dem Dach landen! Okay. Ja, ich hab ja sowieso gegengelenkt. Ja, bei mir bist du... Aber der reagiert nicht so gut da drauf. So, was müssen wir? Fahr unter den Cargo Bob, wo ist denn das? Wo muss ich auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Brücke. Ne? Hä? Was? War das unter der Brücke? Nein, wir hätten schneller sein müssen. Verstehe. Der Cargo Bob ist das ist der Helikopter mit dem Greifhaken. Und der hat auf der ist auf der Brücke gewesen, ja, aber wir waren nicht schnell genug, weil wir eben den Abstecher durch die Pampa. War ja kein Abstecher in dem Fall. Okay, dann wissen wir das jetzt und machen wir das jetzt. Gut. Wenn wir jetzt nochmal bohren müssen, dann ist der Button. Ja, sonst schneit das eine halt mal raus. Die müssen das ja auch nicht immer wieder neu sehen. Oder halt mal ein Bohren rausschneiden oder was weiß ich. Warum habe ich schon wieder die Tüte ab? Was hast denn du umgestellt? Hast du die Maske selbst oder Raub umgestellt? Ich habe die Maske umgestellt. Ja, dann stell auf Raub. Okay. Hm. Hä? Na, bei Raub auf die... Ah, ja, das habe ich ja auch schon... Hä? Boah. Du darfst nicht nochmal drücken. Ja. Das hatte ich ja eben eigentlich gemacht. Ich dachte, ach so. Ja, das habe ich beide schon gemacht. Als erstes habe ich das so gemacht und danach... die Kameras scheinen ja super zu sein, wenn die... wenn die keinen Alarm schlagen, wenn da so 2 Typis zu sehen sind drauf. Na, die Kameras sind ja nur für danach. Also. Die sichern das Beweismaterial. Mhm. Hey, Endo! Hey, wieder weg jetzt hier. Los, piss dich da, los, steh am Boden mit euch. Hey, hier, weg vom Schalter, hier, los, verpiss dich, hey, Hände hoch, zurück, los, weg, piss dich, sofort, ey, jetzt, hier, los, geh da weg jetzt, piss dich, verpiss dich da jetzt, hab ich gesagt, danke, genau so meine ich das. Ah, nee, warte, ziehen, das tut so weh. Auf welcher Taste ist eigentlich Sprachteil da auf dem Controller? Keine Ahnung.
Ja, okay. Ja, okay. Das ist nämlich ein bisschen ungemütlich, gleichzeitig zu zielen und gleichzeitig N gedrückt. Ja, aber ziehen kannst du ja eh mit der Maus, wenn du nicht schießen musst. Naja, schon, ja, stimmt eigentlich. Da hast du ja vollkommen recht! Alter, so könnte ich echt niemals spielen. Hör, weg da! Verpiss dich, los! Schnell weg! Geh da weg hier und Hände hoch, ey! Alles klar, ich bin durch! Geh weg, hab ich gesagt! Ich komm raus! Weg hier, los! Verpiss dich da! Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Links daneben! Ja, die Sicht war gerade ein bisschen blöd. Gas! Ich muss erstmal einsteigen, ne? Ja, und jetzt bleib auf der Straße, ja? Mhm. Wenn wir flüchten, ja, Gott sei Dank mit dem Cargo Bob. Schießt du eigentlich gerade oder werden wir beschossen? Ich schieß. Also beides. Bringt ja sehr viel, so eine Straßendings. So ein Straßendings? So eine Straßen. Warum habe ich. Ja, normalerweise im echten Leben heizt man halt nicht vollkommen dagegen. Ja, ja. Macht eigentlich auch Sinn, aber. Die Karre muss ich mir merken. Ja? Muss ich? Ja. Die finde ich cool. Die steuert sich geil. Ich meine, wie ich sie gefahren bin. Aber die hat eine scheiß Beschleunigung. Die kann man ja tunen. Ja, das schon natürlich. So, der steht jetzt aber auf der IIC. Da ist er. Na cool, der hat dann. Ein Magnet, okay. Oh ja. Hä? Ja, er muss erst ein bisschen runterkommen. Okay. Na klar. Endlich. Gut, kommt jetzt noch was? Nee. Ich frag mich ja, warum der nicht gleich zu dem zu der Bank gekommen ist. Oder jedenfalls was näher. Keine Ahnung. Yes, it is the holiday season at the Crest residence and daddy's out drinking. Say past. If that thing I talked about comes up, I'll call you in the meantime. If anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey. For the first time that wasn't bad. Okay. Ja, hätten wir dann, ne? Mögliche Beute 11.000. Tatsächliche Beute 115.000. Ach so. Nein. Ja, ja. Mögliche Beute 100. Ja. 105. Ja, egal. Oh, ich habe aber 157.500 bekommen. Ja. Cool. Also ich eigentlich nur 1400 RP, ja genau. Ah, schön die Autos spawnen. Ja. So, hätten wir das also. Erstmal Geld einzahlen. Ne? Okay, aber ich habe nur. Warum habe ich erst nur 58.000 bekommen? Ich hatte aber vorher weniger. Ach, ich habe aber trotzdem was aufs Konto bekommen. Okay. Ja. Also man hat nur einen Teil bekommen. Wahrscheinlich. Fahrzeugfreischaltung Kuruma. Alles klar. Bei mir auch. Kann ich das jetzt kaufen oder habe ich das schon? Es ist nur freigeschaltet zum Kaufen. Gut, dann schauen wir doch mal nach. Da habe ich jetzt auch die 1 Million, wa? Mhm. Jetzt kann ich auch endlich mal wieder Geld ausgeben. Weil ich gebe jetzt nicht. Ich habe irgendwie so einen Tick. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so viel Geld ausgeben, dass ich wieder unter die 1 Million komme. Kuma kostet 95.000. Ah, nur, okay. Und gepanzert kostet 525.
Gut, dann will ich aber sagen... Du hast meine Karre beschädigt. Moment, kurz zu essen. Warum? Fick dich. Gut. Arschloch. Es muss so ein richtiges Arschloch sein, ja. Aber du hast immerhin deinen auch zerstört. Das ja, ja. Immer noch. Ja, du kannst verenden. Es gibt kein Auto mehr, was du noch in die Luft jagen könntest. Ja, stimmt. Schade eigentlich. Gut, dann war's das aber. Hey, wann hast du das überhaupt da hingelegt? Ich hab da Granate drunter geworfen und du bist nicht weggefahren. Ja, bei mir hast du da keine hin. Du bist drüber drauf gestanden. Ja, ich hab, bei mir wurde aber nicht angezeigt, dass du eine geworfen hast. Du. Ich hab nicht geschossen. Jetzt habe ich 2 Sterne. Gut, dann war das und was das an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Yay! Ja, das war der erste Heist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.